Hallo, ich habe heute mal kein Haul für euch, sondern einen Tag und ich wurde getaggt von der lieben Jenny von J Love Rocks. Ich hoffe, ich spreche ihren Kanal jetzt richtig aus. Sie ist eine ganz, ganz liebe und ich schaue sie super gern und ich verlinke euch ihren Link in meiner Infobox, dann könnt ihr mal auf sie klicken. Ich hoffe, dass sie viel, viel mehr Abonnenten kriegt, weil ja, ich finde sie echt super lieb und ja. Ich habe mir den Tag jetzt vorher nicht durchgelesen, beziehungsweise mir was dazu überlegt. Ich mache das jetzt einfach spontan, weil dann finde ich solche Tags auch immer besser, wie wenn man sich vorher irgendwas einstudiert oder so. Ja, dann fange ich mal an. Der Tag heißt "Geht gar nicht Tag" und ich wollte ihn sowieso schon machen, weil es schon viele Dinge gibt, die ich finde, die gar nicht gehen. Und ja, dann fange ich mal an. Die Frage 1 ist Essen, Mahlzeit. Und ich glaube, das ist bei mir das meiste, was ich aufzählen könnte mit geht gar nicht, weil ja, ich bin sehr, was sagt man, bei uns sagt man heikel, also ich mag nicht, was heißt nicht viel, aber es gibt einfach so Sachen, die gehen bei mir gar nicht. Das sind zum Beispiel jetzt auf Mahlzeiten bezogen Bohnen oder alles, was so irgendwie eine längliche Form hat, das mag ich überhaupt nicht und so grün ist Bohnen, Essiggurken. Dann mag ich gar nicht auch Fenchel. Mich wirkt das richtig und genauso wie bei Spargel. Ich kann es einfach nicht essen. Es geht gar nicht, weil ich krieg da wirklich Kotzreiz. Also sorry, dass ich das so sag, aber das geht bei mir gar nicht. Viele lieben Spargel oder diese Prinzessbohnen. Nee, geht bei mir überhaupt nicht. Und so beim Essen an sich hasse ich es, wenn Leute Suppe so schlürfen. Also so vom Löffel schlürfen. Oh, das Geräusch hasse ich. Ich finde, das geht auch gar nicht, wenn man irgendwo beim Essen ist oder so. Und ja. Gut, aber da könnte ich, wie gesagt, noch viel, viel mehr Sachen aufzählen. Ich mag auch zum Beispiel nicht extrem so saures Zeug, so Essig oder so. Mein Bruder isst immer so Chips mit Balsamico. Boah, mag ich auch gar nicht. Also da gibt es noch viel, viel mehr Sachen. Frage 2 geht gar nicht bei Klamotten. Also ich finde es prinzipiell, dass jeder seinen eigenen Geschmack hat und so und über Geschmäcker lässt sich streiten, aber ich finde, das gar nicht geht, wenn man zu enge Sachen anhat, also wenn man meint, dass man mit Größe 40 noch eine 36 tragen kann, zum Beispiel, das geht gar nicht. Dann mag ich auch nicht so Bauarbeiter-Dekolleté, also wenn Mädels so Hüfthosen anhaben und sich dann beim Bücken alles hinten raushängt, zusammen mit Stringtanga oder was weiß ich, das geht gar nicht. Ja. Frage 3 ist, was gar nicht geht bei Musik. Musik. Bei Musik. Ich mag eigentlich ziemlich viel Musikrichtungen an sich und ich finde aber gar nicht geht Schlager irgendwie. Das macht mich voll aggressiv. Ja, also Schlager macht mich schon aggressiv. Also ja, das mag ich überhaupt nicht. Das geht auch gar nicht. Und dieses übertriebene Schlager, geh happy, tue, das packe ich auch nicht. Aber ansonsten mag ich echt ganz gerne. Ich mag auch gerne mal ein bisschen härtere Musik oder so. Also auch Geschrei kann es mal sein, aber Schlager geht gar nicht. Viertens Duft. Bei Duft, ich weiß gar nicht, was da gar nicht geht. Also ich mag keine Räucherstäbchen. Ich finde, das geht gar nicht, der Geruch. Ich finde auch nicht, dass es besonders gut riecht. Ansonsten jetzt so geruchsrichtungsmäßig, so Patchouli mag ich gar nicht so an Parfüms oder so extrem herbe Parfüms. Also bei mir muss es schon sehr süß sein. Beim Duft, das wissen auch alle, die mich kennen. Ja, dann bei fünftens Jahreszeit. Also ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von Sommer. Ich liebe Frühling, Herbst und Winter. Aber so Sommer bin ich jetzt nicht der Mega-Fan von, wenn es so heiß ist und man schwitzt und man kann da nicht gescheit arbeiten, weil es einfach so heiß ist und man weiß gar nicht, was man anziehen soll, weil einfach alles an einem klebt und so. Und ja, Sommer mag ich jetzt nicht so, aber es, also so geht gar nicht, ist es jetzt auch nicht. Also eigentlich mag ich alle Jahreszeiten ganz gern, aber Sommer jetzt nicht so gern. Ja. Siebtens ist, was gar nicht geht bei YouTube. Ich mag es gar nicht, wenn die ganzen Mädels immer unter bekanntere YouTuber-Videos schreiben, dass sie auch Videos machen und man soll sie doch mal anklicken und da halt alles so voll spammen. Ich meine, ja, irgendwie muss man ja auf sich aufmerksam machen und ich habe jetzt auch nicht viele Abonnenten, aber ich habe nirgends irgendwo sowas drunter geschrieben, weil
Ich mag einfach, keine Ahnung, ich mag das nicht, wenn man unter andere Videos dann so voll spammt und so, weil meistens bringt auch nichts. Also wenn ich jetzt so Leute sehe, die unter Videos irgendwas schreiben, dann schaue ich mir die jetzt nicht extra an. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es jetzt so viel bringt. Ansonsten, was auch gar nicht geht bei YouTube, finde ich diese Hater-Kommentare, weil ganz ehrlich, jemand setzt sich da vor die Kamera und gibt sich Mühe und macht da Videos und dann kommen Kommentare wie: Zum Beispiel bei mir, hast du gelbe Zähne? Oder ich sehe es bei ganz, ganz vielen anderen Mädels, dass die immer so blöde Kommentare bekommen und ich verstehe nicht, was euch das bringt, die das schreiben, weil ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich mag gar nicht wissen, wer da davor hockt und solche Kommentare schreibt. Ja. Achtens, bei Mackie, da geht gar nicht, finde ich Pommes. Also ich mag einfach keine Pommes bei Mackie, die sind immer so labbrig und meistens auch nicht gescheit gesalzen und die mag ich nicht so gern. Ansonsten habe ich auch irgendwo mal so ein Video gesehen, wie lange die Pommes bei McDonald's so ausschauen, als ob die frisch wären, in Anführungszeichen. Und irgendwie fand ich das voll widerlich. Seitdem mag ich das nicht mehr so gern. Neuntens, Personen allgemein geht bei mir gar nicht und das hasse ich wirklich am allermeisten. Das sind unehrliche Personen und besonders die, die dir vorne rum ins Gesicht lachen und sobald du dich umdrehst oder aus dem Raum bist, dann sofort anfangen, über dich zu reden. Ich meine, ganz ehrlich, man kann jemanden mögen und man kann jemanden nicht mögen, aber wenn man jemanden mal nicht mag, dann sagt man es ihm doch bitte ins Gesicht oder man lässt es einfach, aber man tut nicht vorne rum nett zu ihm und hinten rum, sobald er weg ist, was er für ein Asi ist und so, das mag ich überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, entweder ich kann jemanden nicht leiden und ich mag ihn einfach nicht und ich meide ihn und lass es einfach, aber nicht vorne rum zu ihm auf Best Friends tun und hinten rum probiere ich ständig ihm eins auszuwischen und ihm eins reinzuwürgen. Das mag ich gar nicht, also bitte. Einfach ehrlich sein, das ist mir irgendwie lieber. Zehntens, für öffentliche Personen, also ich, boah, ich kenne mich jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so der mega Fan von irgendwelchen Promis, aber geht gar nicht, finde ich Miley Cyrus, keine Ahnung, dieses ganze Getue und auch leider Lady Gaga, finde ich, geht gar nicht. Also dieses Bibi, schau mal, Bibi, du bist in YouTube, schau mal, no, du magst nicht. Glennis Bibi. Hier bin ich, mein Bibi. Magst du nicht Internet? Ja, genau. Lady Gaga, finde ich, geht auch gar nicht mit diesen Kostümen immer. Und sie weiß gar nicht mehr, wie sie noch einen draufsetzen soll. Und Schnurrbart und Fleischkostüm. Na, die Frau, ich pack die überhaupt gar nicht. Also, nee. Dann 11. Was geht gar nicht bei Haaren? Da finde ich ganz, 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 ganz schrecklich, wenn Leute aufblondierte Haare haben. Und entweder den Ansatz man schon bis hierhin sieht und zur Hälfte rausgewachsen ist, oder auch wenn man auch blondierte Haare hat und eigentlich dunkle und man immer oben dieses Dunkle sieht und dieses aufgeblondierte, so Bananengelbes, das geht gar nicht. Also ich finde, da habe ich lieber schöne braune Haare, als dass ich so unbedingt ganz krass hellblonde Haare habe und man immer diesen dunklen Ansatz sieht. Das finde ich ganz schrecklich. Ja. 12. Bei Party, da geht gar nicht diese Überbesoffenen, die sich überhaupt nicht einschätzen können, was sie eigentlich trinken und noch meinen, Wunder, wie cool sie sind. Oder geht auch gar nicht, wenn die Leute was ins Getränk tun und das ist mir einmal passiert und ich fand es so schlimm. Es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes weiter passiert, weil wir mehrere waren und es dann jemand bemerkt hat. Das finde ich geht auch gar nicht. Also, nee. Finde ich ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, Betrunkene, die meinen Wunder, wie cool sie sind. Oder Betrunkene, die einen angrapschen oder sowas. Boah, geht auch gar nicht. 13. Beim 13. Boah. Ja. Beim Autofahren geht gar nicht, finde ich, wenn Leute so überlangsam fahren. Wenn da einfach mal 50 ist und die, gut, wenn die jetzt nicht unbedingt 60 fahren wollen, was ich jetzt zum Beispiel fahre, dann aber doch bitte nicht 30 und so dahinschleichen und beim Kreisverkehr schon 35 Meter vorher bremsen und langsam drauf zurollen. Boah, da könnte ich ausflippen. Und sowas passiert immer, immer, wenn man es eilig hat. Dann fährt jemand vor dir so ewig langsam und man kann nicht überholen. Oder auf der Autobahn, wenn die dann mit 100 fahren und ich mir denke, hallo, Autobahn 100 und auf der Landstraße fahren die 70 und dann denkst du dir einfach nur, Und immer wenn man es eilig hat, passiert das. Das nervt mich. Und ich bin so ein bisschen unsicher im Überholen, deswegen hasse ich das dann noch mehr. 14. Bei Eltern, da geht gar nicht, finde ich, wenn Eltern so Kinder oder seine eigenen Kinder so, was soll ich sagen, wie sagt man denn da? Nachschnüffeln, genau, wenn Eltern Kinder nachschnüffeln und was weiß ich, sich anmelden bei Facebook, schauen, was die Kinder da schreiben oder in deren Sachen rumwühlen, deren Post aufmachen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das geht bei mir gar nicht, weil ich finde, man soll seinen Kindern schon vertrauen und
Ja, das hatte ich Gott sei Dank nie das Problem, weil meine Eltern sehr, sehr, sehr offen waren und mir auch sehr viel vertraut haben. Und darüber bin ich sehr froh, dass ich nicht diesen Kontrollzwang hatte, weil das geht gar nicht, wenn Eltern so kontrollieren wollen. Und als letztes, Frage 15, geht gar nicht bei Instagram. Da fällt mir eigentlich auch nicht so viel ein, außer diese Sprüche unter die Bilder. Liked mein letztes Bild und ich like alle eure Bilder oder so, ein Schmarrn. Weil, ganz ehrlich, ich verstehe gar nicht, was es denen bringt, wenn man der ihre Bilder liked und als ob die dann zurückliken würden. Das interessiert die doch dann gar nicht. Und wirklich, ihr findet es unter jedem Instagram-Bild von irgendjemand, von irgendeinem größeren YouTuber oder so, da steht sowas. Boah, da könnte ich ausflippen, weil was sind das für Leute, ganz ehrlich, die so like-geil sind oder keine Ahnung. Also es nützt denen ja auch nichts, wenn die jetzt 20 Likes auf irgendein Bild haben. Von dem her verstehe ich das nicht so ganz. Ja, ansonsten geht aber alles bei Instagram. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute ständig ihr Essen fotografieren, weil, naja, dafür ist Instagram ja auch irgendwie da und damit habe ich jetzt kein Problem. Aber dieses blöde like mein Bild, das hasse ich. Ja, das war der Tag und ja, ihr seht schon, dass viel bei mir gar nicht geht und ich mich da echt drüber aufregen könnte. Und ich könnte euch noch viel, viel mehr Sachen sagen, aber ich will nicht wieder so lang reden. Ich möchte noch ein paar Mädels taggen und zwar einmal die Kati von 007 Fashion Victim 007. Alle Kanäle verlinke ich euch unten. Die liebe Mia von Mia 87, 80, weiß gar nicht so recht, wie man ihren Namen ausspricht. Also man schreibt sie Mia 87 ST. Entweder bin ich total blöd und weiß nicht, was das heißt, oder es hat keine Bedeutung, keine Ahnung. Ja, auch ihren Kanal verlinke ich unten. Und dann möchte ich noch taggen. Ich weiß aber gar nicht, ob sie auch Tags mitmacht. Und zwar heißt sie Niki Ela. Auch ihren Kanal verlinke ich euch unten. Genau. Ich tag sie einfach mal. Vielleicht macht sie ja mit. Ich weiß nicht, ob sie Tags macht. Ihre Videos gucke ich auch sehr, sehr gern. Von dem her tag ich sie jetzt einfach mal. Jo, bis zum nächsten Video. Ciao!